durchsetzt, die Organisatoren achten auf ihre Spieler. Und da kommen wir zu Inferno für jeden, der gerade zugeschaut hat. Die erste Map, der Map-Pick von NIP. Danach kommt Mirage von Astralis gewählt und Cash wäre die entscheidende Map, wenn wir es brauchen. Es ist das Viertelfinale der DreamHack Masters Las Vegas. Mein Name ist Tabu und mit mir ist Böb hier als Verstärkung. Und Astralis fängt auf der CT-Seite an, das heißt, sie haben das Knife gewonnen. Und NIP Richtung Mitte unterwegs, ganz schnell hier, versuchen die CT schon runterzubringen. Ja, Sound ist ja auch auf dem Team, Peter. Ersten Kills sind schon gefallen. Dupree mit dem Double. Hierbei aber jetzt aus der starken Position rausgenommen. Der Spot ist eingenommen von NIP. Die beiden CTs aber auch da 2 gegen 2. Ist schon. Ja, und Pit plantet die Bomb. Zip und Glaive im Retake von zwei verschiedenen Seiten. Beide NIP stehen im Spot. Das könnte sein, dass Astralis hier einfach überfährt, wenn sie die Shots nicht setzen. Sie schießen nicht gegenseitig an. Sie sind so low schon. Und sie versuchen verzweifelt irgendwas zu reißen. Glaive mit dem Kill gegen Exist. Und Pith geht down. Sie haben mich getroffen. Ja, sie schießen so viel. Den Pith, der da gesetzt wurde von Pith, war gegen sein Teammate. Ja. Und der hat fast zwei Magazine rausgeschossen. Das sieht man ganz, ganz selten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wegweisend für das Match. Sie sind ja eigentlich sehr, sehr schön auf den Spot gekommen, waren dann natürlich auf dem Spot selber gefangen. Ja, Dupree. Boah, das sind schöne Dinge. Wir haben ihn vorhin schon, bevor das Match gestartet ist, haben wir ihn schon im Fokus gehabt, als den Faktor, der Astralis fast das E-League Major auch gekostet hätte, zumindest abgesehen vom Finale. Aber er hat sich gefangen und er zeigt wieder, was in ihm steckt, zusammen mit seinem Partner in Crime, Device. Das Doppel-D-Kommando ist auch in der Mitte unterwegs und killt Freiburg. Ja, die spielen immer gut. Oder sagen wir es anders, mit denen würde ich auch ganz gerne mal spielen. Ja, da bist du easy global nach 2 Matches. Ja, das bin ich ja eh schon. Not. Also. Die könnten sogar mich upranken. Und ich würde aktiv versuchen, ihnen das Leben schwer zu machen. So, meine Teamflash hinten rein, das macht immer Spaß. Ja, für dich, ne? Ja, natürlich. Ich bin der lachende Dritte, der zuschaut, wie sich zwei prügeln. Get Right Forest und Existent hier im 4 gegen 3. Es wird höchstwahrscheinlich nicht mehr viel passieren, zumindest nicht, wenn Device hier stehen bleibt und Glaive seinen Shot trifft gegen Getright. Das ist die einzige Prüfung. Er weiß schon, dass Getright kommt. Der Schulterpeak war da. Instant auf 13 MP runter. Device ist auch wachsam. Und dann kommt der Molotov, um zu verhindern, dass NIP durchpusht. Aber Glaive geht down gegen Getright. Der wird aber sofort getradet von Kirby. Und damit ist Exist alleine mit 11 HP. Das ist hart. Und da ist auch ja. Die Nate. Die sogar eine CSGO-Nate killt ihn da. Ist nicht immer der Fall oder ist eher selten der Fall. Ja. Aber es kann auch mal passieren. Die können Schaden abziehen, vor allem wenn der Gegner keinen Kevlar hat. Und es war ja eine Full Eco. Sie haben ja in der ersten Runde die Bombe gelegt. Deswegen werden wir hier auch so früh in der dritten Runde die erste Waffen gegen Waffen Runde sehen. Und das hatte Astralis erwartet. Deswegen schon so viele M4s vorher gekauft. Und die große Frage: Es ist NIP's Map. Was haben sie sich hier auf der T-Seite so ein bisschen ausgedacht? Na, hoffentlich irgendetwas, was ihnen hilft, den Spot zu erobern. Zumindest ein Bombplan wäre hier wichtig. Für NIP. Nicht nur, um zu zeigen, dass sie es drauf haben, Inferno zu spielen, sondern auch für das Momentum des Matchups. Kirby, schönes Crossfire zusammen mit Dupree, aber der fällt und Kirby macht seinen zweiten Frag in der Runde. Er kommt sogar noch in den Reload und Device ist da mit dem Support. Rettet seinen Teammate das Leben, aber Exist mit dem Double stellt das 2 gegen 2 her. 12 HP noch für den Ingame-Leader von NIP im Pit mit 54. Die Bombe sollte gleich gelegt werden, aber sie sind sich nicht ganz sicher. Sie hoffen noch auf einen Frag irgendwo. Weil wenn jetzt die Bombe gelegt wird, dann ist es natürlich kurzzeitig an Piff alleine, seinen Mate zu beschützen. Aber jetzt kommt auch der Plant. Ja, Pit in einer sehr wichtigen Position. Die Pit mit Pit am Start. Aber er geht down gegen Glaive und Exist damit alleine mit 12 HP. Er versucht sich in die Ecke zu verkriechen wie ein kleines Mäuschen. Er gräbt sich ein kleines Loch. Und ich glaube, er würde sich gerne... Oh,
Sip geht down gegen Exist. Jetzt weiß Glaive, wo er ist. Exist muss den Peak machen, er muss die Initiative ergreifen. Glaive deckt ihn natürlich. War natürlich dann gegen 12 HP, ne? Da brauchst du nur einmal irgendwo ein bisschen gestreift werden und du blutest schon aus. Ja. Ist nicht die beste Position, hat aber noch schön den ersten Kill mitgenommen. Und das sind hier teilweise schon sehr knappe Runden, auch wenn wir wieder diese 2 gegen 2 Afterplant-Situation auf dem A-Spot hatten. Und sie es wieder nicht halten konnten, genau wie in der ersten Runde. Trotzdem ja. 3-0 bisher. Es war diese erste Waffen-gegen-Waffen-Runde. Das kann man natürlich auch mal verlieren. Jetzt gehen sie in den Force Buy. Ja, und aber es Weiß. Ist ein Weiß und der AWP. So super schnell. Ja, dank dem Bombplant eben nochmal Armor gekauft und auch eine AK. Interessante Ansatz. Ja, Exist war es und der ist sofort gestorben. Man kann jetzt natürlich dann sehr gut die AK nehmen. Das haben wir doch, glaube ich, gestern auch gehabt. Jeder, der die AK nimmt, der stirbt. Ich glaube, da war es eine M4, aber du kriegst sie, dann kannst du vielleicht 2-3 Mal schießen und dann bist du auch tot mit dem Ding und der nächste kann die aufleben. So ungefähr. Aber noch ist die Runde natürlich nicht zu Ende. Und die Pistols immer wieder sehr, sehr stark. Auf jeden Fall immer noch Vorsicht geboten für die Dänen. Die haben jetzt einen 2-Mann-Stack oben an der Banane. Zippix als Support für Glaive, der sofort kassiert gegen Forrest. Zippix damit auch auf verlorenem Posten. Mit der UMP will er nicht gerade gegen die AK plus Support antreten. Nicht besonders schnell die Feuerrate der kleinen SMG. Und auch nicht besonders viele Kugeln im Magazin. Also man sprayt dann schon 2, vielleicht 3 sogar. Aber wenn der 4. kommt, ist eigentlich spätestens Feierabend. Und wie gesagt, er weiß, da ist eine AK und den Kampf will er nicht eingehen. Jetzt macht man sich langsam und leise auf den Weg. Da kommt eine Flash, jetzt geht Twitch. Oh, und die Weiß verschießt den ersten. Traut sich nicht so, verschießt noch den zweiten, kriegt den Headshot, hat da immer noch Backup. Ja, und dann so einen macht er dann. Der Headshot richtig schön. Hierbei hat ihn von der Seite. Zipnix ist auch dabei. Keine Chance am Ende und das, obwohl die Weiß die ersten 2 Versetzer und dann halt so einen. Ne? Er wird mit 12 HP da abgezielt und er gibt halt direkt den Headshot. Da war halt gar nichts mehr von dem T übrig am Ende. Und dazu noch der Support von Zip. Also das... Ja, das kennt man normaler, ja. Ne? Ja, normalerweise müsste er sofort dafür bestraft werden, wenn er 2 Schuss in der Situation nicht trifft. Er wird einmal gedingt. Das war auf jeden Fall wichtig, aber es hat eben nicht gereicht. Und jetzt haben wir die AWP bei Forrest, der nicht trifft und Dupree holt sich Gatright. Damit schon das 5 gegen 4 am Anfang der Runde. Aber Forrest ist auch super von Device verarscht worden. Der ist nämlich Klaus gegangen, hat dann gedacht, ja, da sitzt vielleicht wieder einer auf dieser Position, zieht mich auf den Schlitz ab und ist dann schnell durch. Und da war der Schuss zu langsam für, weil er nicht aufs Duell gehen wollte, sondern nur im Grunde den Peak gemacht hat, weil da eine AWP auf ihn warten konnte. Ja, also die Mindgames fangen jetzt schon an. Dann die Weiß aber gepickt in den Apartments von Pit, der da alleine unterwegs war. NIP zieht sich aus der Banane erstmal ein kleines bisschen zurück, aber nur, um sich gegenseitig reinzuflashen. Freiburg nimmt sich das vor, er will den Opening Frag machen auf B, aber der fällt gegen Glaive. Und Astralis wieder mit dem Vorteil, jetzt sogar 2 Spieler, dank Glaives zweiten Kill. Ja, der Molotow, den sie geworfen haben, hat halt Exist von dem Mate abgeschirmt. Der konnte nicht helfen gehen, deswegen sind sie da oben auf der Banane beide im 1 gegen 2 gestorben, anstatt da ein 2 gegen 2 rauszumachen. Und so ist es am Ende nur noch voll mit der AWP. Hierbei sitzt da sehr gut, nimmt ihn auch mit, wird die AWP durchbringen. Wir haben sie gerade gepickt, gehört. Und gerade sieht es noch sehr, sehr deutlich aus, was hier passiert. Ja, fast schon zu deutlich, beziehungsweise was heißt zu deutlich? Erwartet deutlich, aber für unsere Hoffnung, dass Inferno diese Joker-Map sein kann, dafür ist es leider doch sehr deutlich. Es ist aber auch eine CT, naja, es ist, wir wissen es noch nicht ganz, aber es ist höchstwahrscheinlich eine CT-lastige Map. Das Layout Map. Ist dasselbe. Ja, genau, und Banane wurde zwar geändert, aber wie man sieht, ist es doch noch ganz gut möglich, sie zu halten. Mit 3 Leuten steht da Device und Co. Nee, Glaive und Co. stehen da. Dupree mit dem Double um die Runde zu rennen. Die haben es direkt erwartet. Ne? Gerade kam die Beirunde, jetzt haben sie allerhöchstens Piste Kevlar oder sowas. Vielleicht versuchen sie es mal schnell Richtung B, haben sich zu dritt hingestellt. Das hat super funktioniert. Und ja, jetzt spielt Astralis nicht nur besser, jetzt predikten die schon, was Nip da macht.
6-0 steht's. Natürlich kann sich hier noch ganz, ganz viel ändern. Aber dafür muss Nip auch ein bisschen mehr zeigen. Auf jeden Fall. Bombplans gab es noch nur zwei. Und die waren in der Piste-Round, wo man relativ gut draufkommt. Und in der dritten Runde. Also die wirklichen Waffenrunden an sich, da konnte NIP noch nicht sehr viel erreichen. In den Afterplan zu kommen auf Inferno ist auch nicht besonders leicht. Und wenn man dorthin kommt, gewinnt man die Runde auch meistens. Zumindest außer man ist Gamble. Ja, das kann manchmal fünf passieren. 5 gegen 5 bis Round plant auf B. Und 5 CTs am Ende haben wir überlebt. Ja, ja, das ist wirklich... Bei Gambit waren einige Sachen dabei, also die ich super so, schade waren. Das habe ich noch nicht gesehen, oder? Ja, auch der Diffuse, den sie da versemmelt haben, das war zwar nicht auf Inferno, aber... Ja gut, sie hatten keine Wahl. Ne? Das Kit, das sie hatten, das war in der Biblio und das kam nicht schnell genug dran. Die mussten versuchen durchzudiffusen und dann hat ein paar hundertstel Sekunden gefehlt. Jetzt schauen wir mal, ob NIP Astralis zum Diffusen zwingen kann. 4 CTs stehen auf A. NIP hat aufgebaut über die zweite Mitte, überall die Apartments und natürlich auch über die große Mitte. Die Terroristen machen sich jetzt auf den Weg Richtung Action. Glaive steht hier in einer Key-Position. Er wird weggemollied, kommt aber weg mit einer Flash. Sehr gut gemacht. Glück gehabt auch von ihm, dass der NIP ihn nicht im Spray irgendwie noch erwischt. Er geht natürlich auf die Biblio. Kommen rum. Auch da trifft der Spray von ihm nicht. Dupree jetzt aber da und wieder 2 Kills von ihm. Exist und Freiburg mit den Trades. 3-2 für die Schweden. Und die Dänen sind noch super weit weg. Die Bombe muss gelegt werden. 8 Sekunden. Da ist sie auch schon down. Und Zip und Device zusammen von der Bibliothek her. Sicherlich kein einfacher Retake. Man weiß nicht genau, ob NIP nochmal einen über lang rumschicken wird. Daher ein sehr verhaltener Start in diesem Retake, wenn sie ihn denn überhaupt wirklich ausspielen wollen. Im Moment schaut es eher aus, als würden sie einen Kill ziehen wollen. Ja, sie warten vielleicht darauf, kriegen sie irgendwo noch einen Kill oder so. Aber und dann wäre der Commit da, ja. Genau, auf jeden Fall so scheint es zu sein, als würde... Oh, Device gegen Exist. Sie wollen hier dann anscheinend zumindest noch ein bisschen Schaden am NIP-Team machen, denn Geld ist hier immer noch ein Faktor. Das hat Astralis. Aber NIP nicht. Ja. Wir haben jetzt eine gewonnen, 2 Waffen durchgebracht von 3 möglichen. Das ist nicht unbedingt so schlecht, aber das bedeutet trotzdem, dass sie jetzt ihr ganzes Geld darauf verwenden müssen, nachzukaufen. Und wenn dann Astralis die Folgerunde direkt holt, dann steht NIP genauso blöde da wie die Runde davor. Ja, das Gleiche hatten wir auch teilweise bei Mouseboards, dass man dann relativ schnell wieder resettet wird. Vor allem auf Mirage war das der Fall leider. Weil man dann auch nicht wirklich in diesen Drive reinkommt. Man kann natürlich auch CT-lastige Maps T-lastig aussehen lassen, wenn man die CTs davon abhält, AWPs zu kaufen oder sie dazu zwingt, mit UMPs reinzukommen und Freiburg mit dem Überraschungskill gegen Device, der da mit der Nade draußen stand. Freiburg, der King of Banana. Zumindest im alten Inferno und im alten NIP. Vielleicht kommt er jetzt wieder zurück zu der alten Größe. Jetzt ist die Map ja auch wieder im Pool. Die Schweden würden es sich wünschen. Und jetzt aufgrund des ersten Kills, der auf B passiert ist, will NIP auch auf diesen Spot gehen. Glaive steht da zusammen mit seinem Teammate. Der Boost Richtung Baum. Ich bin kein Fan von dieser Wand, ehrlich gesagt, dieser kleinen Kante. Ja. Und da sieht man auch schon, warum Zip mit 2, mit 3 durch den Smoke. Die Bombe. Und die Bombe, die fällt natürlich wieder durch den Smoke. Und da geht er wieder hoch und dann ist das Ace da für oh Zip. Oh mein Gott. Und wow. Sie haben gezeigt, wieso du sie nicht magst. Das Ace, wunderschön, aber er hat halt allen in den Rücken geschossen. Ja, einer... Das ist gut, einen durch die Smoke, das war schön gemacht, hat den zweiten noch angeschossen, aber dann auch direkt gesagt, ja komm wieder drauf, ne? Die haben gerade mitgekriegt, da oben ist keiner mehr und du kannst halt instant wieder drauf boosten. Und er hat den letzten sogar auch gewusst, wo er ist, aufgrund des Molotovs. Die Runde hätte nicht besser laufen können für Astralis. Diese Position ist meiner Meinung nach viel zu stark. Zu stark, weil die T's genau an diesem Stück ist eben das Kreuzfeuer. Ja. Und du kannst nicht links und rechts oder vorne und hinten gleichzeitig checken. Das heißt, du müsstest mit 2 Spielern gleichzeitig rumkommen oder extrem viele Flashes haben. Dann ist auch nicht die Garantie, dass du mit dieser Flash diesen Spieler auch blendest und dann sprayt er dich da so down. Das war wirklich jetzt gut auf. Haus raus. Und
die Bombe sofort bei Kier bei. Device hilft noch aus. Getright mit dem ersten Kill gegen Dupree und dann Getright mit dem zweiten. Viel Schaden hat man da eingebüßt, aber es ist hier zumindest gerade das 3 gegen 3. Alle CTs schon auf A-Lang vorhanden. Oh mein Gott, 3 und 4 HP, Freiburg mit 22 HP, dreimal so viel wie seine Mates zusammen. Und der Retake, der könnte jetzt tödlich werden, trotzdem Getright mit der AK an einer mega starken Position. Über kurz wollen gleich zwei Spieler auftauchen. Und da mollet man ihn raus. Oh, er kommt sogar noch aus dem Molly raus, aber Glaive ist mit dem Headshot da, da fällt der zweite. Freiburg jetzt Schlüsselposition, er pusht nochmal raus aus seiner Position, aber Zippix ist da. Ja, Astralis ist stark. Es war zwischenzeitlich ein 7 zu 1, jetzt ist es ein 8 zu 1. Ja, ich meine, es war gerade der Forceby. Sie hatten eine Waffe und 4 Pistols. Dafür haben sie viel Schaden machen können, viel erreicht. Die 800 für alle Spieler mitzunehmen durch den Bombenplant, das ist auf jeden Fall ganz gut. Wir sollten aber, denke ich, genau, wir sehen jetzt erstmal die Full Eco. Da hat man die 800 direkt in Deagles umgewandelt, was ich nicht unbedingt so gut finde. Da sollte man vielleicht eher das Equipment für die nächste Waffenrunde nutzen. Diese 800, die man sich gerade erkämpft hat. Denn dass sie es hier ohne Kevlar schaffen gegen Astralis, das glaube ich gerade nicht. Ja, und auch in der nächsten Runde wird man, naja, man kriegt natürlich den Loser-Bonus. Das wäre dann die dritte Runde. Also man hat dann 2-4, aber zusätzliche Granaten zu haben oder nochmal ein bisschen Geld im Hintertäschchen zu behalten, wäre vielleicht nicht verkehrt für das Spiel hier. Und da sieht man schon, Getright pusht alleine aus den Apartments raus, weiß jetzt natürlich, wo Kirby und Dupree stehen, aber das bringt NLP auch nichts. Ja, so ist auch das einzige Kevlar gefallen in der Mitte. Ja, die weiß, Takataka nimmt zwei noch mit, Dupree mit dem letzten, aber Freiburg hat die Eagle, der lebt noch. Sie wissen, wo die Bombe liegt, sie wissen, wo er ist. Ja, er wird gerade von beiden Seiten angegangen. Einer in der City Base, die anderen beiden sind jetzt gleich unten. Er kann nichts Großes mehr machen. Da kriegt er die ersten Hits ab. 27 HP, oh, schöner Hit nochmal, aber... Boah, okay, da zaubert er einen raus. Ja, Freiburg mit der Diegelschelle. Aber Dupree. Mehr ist ihm nicht vergönnt. Ja, das wäre nochmal so NLP-Magic gewesen. Es war ja schon, also die beiden Headshots, die er gemacht hat, schön anzusehen. Sie machen immer wieder viel Schaden an... Oh. What? Am höchsten Punkt geschossen. Da ist die Genauigkeit relativ hoch. Du kannst gegenstrafen, dann hast du die beste Genauigkeit noch. Ja, und ja, so ein Schuss sollte trotzdem nicht passieren. Ja. Egal, was du machst, egal, was du für eine Mechanik benutzt. So die meiste Zeit funktioniert da nicht, ne? Aber manchmal ist es halt so. Das ist halt Statistik, ne? Wenn du den 1000 Mal machst, dann triffst du den vielleicht, keine Ahnung, wie oft. Freiburg ist einer der Glücklichen, der es beim ersten Hit schon schafft. Und das in der Stadt der Statistiker. Ich glaube, in Las Vegas ist die Quote relativ hoch an Leuten, die sich mit Zahlen ganz gut auskennen. Ja. Gambling Money is real. Na, Astralis mit tiefer Banane-Kontrolle. Sie haben 3 Mann auf kurz mehr oder weniger bei A stehen. Das wird jetzt auch nochmal aufgelöst. Die Weiß schiebt rüber Richtung Lang und Richtung Connector. Gleichzeitig wird Glaive supported von Zippix, der ein extrem gutes Spiel bisher macht. NIP mit einem langsamen Aufbau, noch nicht wirklich viel gewonnen oder erreicht mit diesem Aufbau. Jetzt tasten sie sich langsam in die Banane vor und Exist versucht hier ein bisschen Aufmerksamkeit auf Art. Aber das ist, wenn du einen einzigen nur so hast, das merkt man sehr schnell, dass das kein wirklicher, dass das ein Fake erstmal ist, weil es halt nur der eine ist, der Stress macht, der wirft da 2, 3 Granaten, der will natürlich nicht drauflaufen, weil dann merkt man es so. Und jetzt kommt der Go, ja, und Glaive. Jetzt steht er an der Position und diesmal hat er sogar das Crossfire. Kriegt nahe, gar nicht er, aber dann Zipnix die Möglichkeit. 3 Spieler noch, die wollen jetzt da auch drauf. Boah, es Exist mit dem Brett gegen Zipnix, aber die Weiß mit dem Reply und Pit gegen, oder mit Forest besser gesagt, gegen die verbleibenden 4 CTs. Muss gelegt werden. Das 6 Sekunden waren noch auf der Uhr. Pit! Nice! Oh. Wow! Pit! 2 One-Shots! Das kann man sich schmecken lassen. Forest stellt sich natürlich jetzt mit Pit zusammen
auf, sodass die CTs sie nur schwer pushen können, aber Astralis sollte ungefähr wissen, wo sie beide stehen. Kierby tastet sich voran, Dupree steht noch hinten, Forrest mit dem Headshot jetzt gegen Dupree. Das ist NIPs Runde, das sollte sie sein. Piff zieht ihn und er killt ihn. Das ist Piff. Richtig, richtig stark, diese One-Shots, ne? Ja. Die meiste Zeit wird das ja nicht versucht. Die sprayen ja zumindest so ein Burst oder sowas. Und ja, wenn du dann halt zweimal wirklich tack und dann direkt nochmal tack, da sehen wir es. Fuck, das ist so wunderschön. Das ist ein Aiming, das ist godlike. Richtig. Und auch hier nochmal beim letzten Kill auch Geduld gehabt. Nicht gleich weit gepeakt. Obwohl ich sagen muss, er hätte den Peak davor schon nutzen können. Ja, definitiv. Da war er auch schon weit genug draußen. Genau. Aber dann war er schon wieder auf dem Rückweg. Ich glaube, das war wieder so eine Geschichte von, das Gehirn hat ihm gesagt, okay, ich mache jetzt einen Schulterpeak. Und dann hat er ihn gesehen und dachte ich, beim Zurückgehen wahrscheinlich schon, oh, jetzt hätte ich ihn noch killen können. Aber es ging glimpflich aus. NIP, dank der vielen knappen Runden, Astralis auch zu einem Forceball gezwungen. Ja, aber die haben eine AWP dabei. Das ist, die weiß mit dem Ding, ist immer gefährlich. Und wir wissen alle, wie stark die UMPs sind. Sie werden, ja, ich sag gerade, er ist gefährlich, aber das Einzige, was er macht, ist Glaive die AWP zu geben. Der versucht das nochmal, der kriegt dann den Kill. Ja, der kann's auch. War lange Zeit sogar Haupt-AWP-Spieler bei seinen Teams. Ja, der kann es generell. Also ich finde, er ist ein richtig starker Spieler, der da super gut reinpasst. Ja, und das nach so einer langen Pause von ihm, dass er so stark zurückkommt, erstaunlich. Und das als Rifler, als auch als Caller und als AWP-Spieler, der natürlich die zweite Geige spielt hier mit Device. Ach, jeder, fast jeder würde da die zweite Geige spielen. Das muss man ganz klar sagen. NIP versucht es auf A zu kommen. Zipmix steht da gut. Die haben weil nicht, er da oben drauf steht. Und sie haben nicht so viele Refrag-Möglichkeiten gerade. Jetzt ziehen sie sich zusammen. Jetzt kommen sie zusammen über kurz. Kierby ist da mit Dupree. Dupree macht gerade auch ein sehr starkes Spiel. Also aufpassen auf noch ihn. Molotov. Boah, Kierby mit dem ersten. Der zweite fällt auch. Und Zipmix ist da. Get right. Versucht nochmal alles. Ach, aber keine Chance. Mit der 5-7 kriegt er den Kill am Ende noch. Und Astralis behält die Oberhand gegen die Schweden mit einem 9-2. Das war super zusammengespielt. Da kam 10-2, glaube ich. Ja. Da kam von Zipnix der Molotow Richtung Heuwagen, damit sie nicht da einfach so rumlaufen können. Und dann natürlich die Position von Kierby war es, glaube ich, da auf der Kiste. Ja, im Spot. Ist halt super. Hat zwar für den zweiten ein bisschen gebraucht, dann aber viel Schaden gemacht, den zweiten Kill sogar noch geholt. Ja, und jetzt sehen wir hier den Spinbot. Wack, was ist da los mit Get Right? Nein, da braucht NIP natürlich Hilfsmittel, um wieder zurückzukommen ins Match. Und GetRight versucht sich viermal rechts rumzudrehen, einmal links rum und dann... Vielleicht ist das der Cheatcode. Ja, genau. Das ist AB, AB, CD, CD, links, rechts. Da, jetzt kommt das Knife zweimal raus. Nein, also ein Glock-Push mit einer Deagle und einer P250. Das ist halt nix. Eben. Deswegen sind wir auch gerade am Flachsen und Astralis steht schon zu viert auf A. Wenn er ein Frag rausspringt, wäre das schon gut für NIP. Uiuiui, Zipix könnte dieser Frag sein, aber der kommt auch wieder weg und jetzt ist die Weiß da. Wohlgemerkt hat Astralis 4 UMPs behalten, beziehungsweise geholt, denn sie wissen, dass NIP am Saven ist. Ja. Und die Frage ist, was NIP jetzt auf den Tisch bringt. Sie haben nicht besonders viel Kohle, es wird höchstwahrscheinlich auch wieder nur P250s geben. Wenn überhaupt. Ja, das war halt, sie sind halt da in diese Doppel-Eco fast schon gezwungen worden. Okay. Es reicht hier nochmal. Das Overlay hat mich gerade wieder total verarscht. Jetzt ist doof, dass du es nicht kurz nachgucken kannst, ne? Ich ja. bin da so dran gewöhnt. Ich habe hier ja einen kleinen Trick. Aber das ja, ist aber nämlich immer aus der... nicht perfekt, ne? Und das ist aus der alten Runde. Ja, genau. Und das deswegen ist total dachte ich gerade, okay, das ist aus der alten Runde. Sie werden nicht viel dazu kriegen, aber egal. Ich entschuldige mich hiermit offiziell für diesen falschen Call und NIP hat sich schon auf dem B-Spot breit gemacht. Astralis, keine Schnitte in dieser Runde. Ziehen sich jetzt auch zurück, wollen ihre Waffen durchbringen. Das zeigt, wie wenig Geld sie in ihren Runden davor immer gemacht haben, dass sie jetzt sagen, ja, es sind noch zwei Runden zu spielen. Wir wollen in die letzte zumindest nochmal mit ein paar Waffen reingehen. Device könnte dann, wenn er hier nicht stirbt, nochmal eine M4 legen. Und damit hätte man hier für die 15. Runde bei Astralis auch nochmal einen respektablen Buy. Denn ich denke, die wollen hier eher nochmal das
das 12-3 anstatt das 11-4, auf das Nip jetzt noch ein bisschen zusteuert. Ja, und das wäre gar nicht so schlecht. Also ein 11-4 kann man mit leben auf der D-Seite. Vielleicht, ja. Aber hier, ich weiß nicht, ob das wirklich reichen würde. Ja, man muss es sich dann ein bisschen schönreden, wenn man jetzt in NIPs Schuhen steckt. Ich glaube, dass sie dann sagen, ja gut, nochmal stark zurückgekommen in den letzten paar Runden. Man muss sich ja dann mental ein bisschen aufrichten und stärker machen, als man eigentlich ist. Aber Astralis hat Waffen gesaved, damit können sie auch wieder kaufen. 2 UMPs natürlich, 4 Zippix und Glaive, aber 4 Kits und alle Nades, die man haben will. Und die sind ultra wichtig auf Inferno, auf der CT-Seite. Ja, die UMPs sind jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Ja, das nicht. Vielleicht für die CTs ein kleines bisschen mehr, da sie sie normalerweise nicht ganz so gut offensiv benutzen. Aber Astralis zeigt uns schon, was man eben erreichen kann. Sie haben Banane ganz weit runter gepusht und NLP geht natürlich auf A. 4 Leute über die Apartments. Schöner Trade von Exist hier, um die Bombsite zu öffnen. Dupree steht noch auf lang. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Freiburg, der dreht sich nochmal 180 Grad, aber Zippix tradet ihn. 3-3, die Bombe ist immer noch nicht gelegt. Und Dupree ist dann noch da. Zippix wieder mit 2. Sein dritter Frag und Exist steht allein in der Pit mit 1 Minute auf der Uhr und 3 CTs vor sich. Die Bombe liegt im Spot. Er wurde schon gesehen und damit ist die Runde eigentlich fast schon vorbei. Aber wir wissen nicht, darauf, dass er sich zeigt, was der Junge noch in sich steckt. Er hat ein paar Kugeln auf jeden Fall und nicht mehr so viel Blut, denn er ist tot. 12-3 für Astralis nach dieser ersten Halbzeit. Also die Knife Round gewohnt wichtig, denn Astralis hätte auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht ganz so eine große Führung herausgearbeitet. Ja, kann man erstmal vielleicht so erwarten. Man weiß es natürlich nie. Du kennst das ja, wenn so ein Team auf der T-Seite ins Rollen gerät, ja, dann können die das Momentum komplett bestimmen, das Spiel bestimmen, weil sie sagen an, wann es wo drauf geht. Auf der CT-Seite, wenn du da so häufig in Ecos reingezwängt wirst und sowas, dann kannst du halt kein Geld halten. Aber ja, 12-3, denke ich, ist aussagekräftig in der ersten Halbzeit. Vor allem, es ist hier eigentlich ja auch Nips Map. Die haben sie gewählt. Und die sollten sie eigentlich mitnehmen, wenn sie hier nicht direkt ins Hintertreffen geraten wollen. Aber momentan sieht das eher schlecht aus. Und viele Tricks haben wir nicht gesehen von den Schweden. Das kommt noch dazu, wenn man jetzt überlegt. Sie wählen Inferno, sie sind auf der T-Seite, sie haben die Initiative. Und wir haben zum Beispiel kein B-A-Lang-Split gesehen. Eine Strategie, die vor allem im alten Inferno extrem oft gespielt wurde. Wird aber höchstwahrscheinlich auch schwerer zu spielen sein. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Pistol, denn die wird ultra wichtig sein. NIP auf der CT-Seite und Forrest ist schon runtergepusht in die Mitte. Er kriegt die Information von Get Right, dass da auf der Banane einer steht und er hält sich zurück. Er schießt nicht sofort, sondern behält die Position erstmal unter Kontrolle. Kierby weiß nicht, dass Forrest da ist und Forrest weiß, dass er da alleine steht. Sehr schön gemacht von ihm. 5-3 für NIP und die restlichen Ts sind alle gefangen auf A. Aber sie haben die Bombe dort und sie können sie planten. Freiburg hätte das Kit. Es sind jetzt auch noch 2 Verteidiger. Zipnix mit 100 HP. Sein Mate Dupree angeschossen. Der macht erstmal den ersten Headshot. Will da mehr Dupree? Auch erfolgreich. Sie haben es jetzt auch on-spot geschafft. Dupree ist bekannt. Da kann man sich jetzt hinsetzen und durchdiffusen. Und ja, Dupree, der bringt sein Kevlar durch. Überhaupt kein Problem in dieser Situation. Muss ich ganz klar sagen, das würde ich öfter sehen gerne. Ne, wenn du halt, du hast die Bombe gelegt, freust dich, hast vielleicht eine Waffe gekriegt und du bist im 1-3, hast eine schlechte Position, um die Bombe dann noch, um den Diffuse zu verhindern. Wieso nicht einfach zurückziehen? Und saven gehen, genau. Du verlierst zwar die Runde, kriegst aber dein Geld und bringst dein Equipment und alles durch. Das hat Dupree hier gemacht. Kevlar hat sich sogar noch die 350 für den Helm ausgegeben und hat jetzt definitiv das beste Equipment hier mit der Deagle noch. Und das könnte gefährlich werden. Für Get Right, da ist sie schon. Das ist halt Dupree. Get Right down und damit B ein bisschen angreifbarer gemacht für die Terroristen. Freiburg wechselt erstmal auf die M4. Was ich schade finde, ist, dass er seine UMP nicht direkt rechts auf den Spot erstmal wirft oder so. Ja, also da haben wir gerade genau gleich gedacht. Denn ich habe auch gesagt, schade, dass er seine Waffe an der Smoke liegen lässt.
wenn Astralis jetzt auf B kommt, dann haben sie plötzlich eine Waffe, die wahrscheinlich gar niemand bemerkt. Ja gut, sie hoffen aber natürlich, dass da immer noch die M4 von Get Right liegen würde, aber die nehmen jetzt auch eine UMP, das kann ich dir ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Kirby ist da schon relativ nah an der UMP dran. Glaive versucht ihn da zu supporten. Der hat auch noch eine Flash. Also wenn sie die Flash benutzen um die Waffe, das wäre ein bisschen extrem. Aber Glaive kriegt die Hände dran und damit ist die Waffe raus. Und Kirby steht da in der Joker-Position. Falls Freiburg irgendwie backstabben will oder Informationen sammeln will, wäre Kirby da, um ihn abzuholen. Der Main-Push, der Hauptteil der Action wird aber auf A ablaufen. Kirby vielleicht nochmal mit ein bisschen Glück. Er rutscht durch. Freiburg hat ihn nicht mal gesehen. Und Kirby macht sich auf die Jagd nach ihm. Währenddessen seine Teammates aber auf A. Und da gibt es keine Möglichkeit mehr zu rotieren. Also Kirbys Aktion wird hier außer dem Frag nichts bringen. Oh doch, NIP versucht zu rotieren. Oder nein, nein, sie schieben einfach nur auf den Spot. Forest Exist und Pit räumen auf. Zwei Ts noch am Leben. Exist ist alleine. Die Weiß mit der Pistole. Und er lebt noch. Er gewinnt die Runde. Dank der Zeit. Was für eine Runde. Und NIP ist schon am Wackeln, so früh. Das war super getimed. Ein paar Sekunden mehr oder so. Es war wirklich auf Messerschneide, wie es hier am Ende dann ausging. Das hat Exist super gemacht, dass er dann die Beine in die Hand genommen hat, nachdem er den Kill selber nicht setzen konnte. Und so, ja, sie haben zwei Waffen, wenn ich das richtig gesehen habe, aus der Runde rausgebracht. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist mehr als NIP, die hier jetzt den schlechteren Bei im Grunde mit dem schlechteren Bein in die Runde gehen müssen. Und du hast es gesagt, Fehler, Lücken haben sich gezeigt. Die will Astralis definitiv jetzt auch ausnutzen. Ja, und wenn ein Team wie Astralis spürt, dass der Gegner wackelt, dann werden die auch nicht anfangen zu choken. Das schafft man nur, wenn man sie konstant unter Druck setzt. Und Astralis hat eh schon gezeigt, dass sie das Choke-Problem wohl unter Kontrolle bekommen haben. Das erste Manöver, das von hinten greifen und hochziehen. Suplex oder sowas? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie das Manöver gelernt. Sherlock Holmes im Chat sind wieder mal gefragt, um uns zu helfen hier. Und NIP stellt sich einfach nur zu dritt auf A, zwei auf B, also ganz default. Währenddessen versucht Astralis Equipment rauszuziehen. Das gelingt ihnen jetzt auch gerade, vor allem auf Banane. Und Kirby zeigt wieder, dass er ultra gefährlich ist. Aber er wird abgeflasht. Get Right kriegt den Kill, versucht nochmal abzusmoken, aber wird mit der Smoke in der Hand erwischt von Glaive. Damit Freiburg in der Bredouille. 16 HP für ihn, er muss sich zurückziehen und der Rest von NIP an verschieben. Dupree, schon wieder so ein Play von Astralis und vor allem von ihm. Was für ein Call. Jetzt kann er sich... Oh, er wird sogar gecheckt von Pit, aber ist schneller am Abzug. Dann kommt Freiburg wieder zurück aus der Construction und holt ihn sich. Also ein 3 gegen 3. Nur Forrest mit dem Kit momentan. Der muss auf jeden Fall Richtung Spot kommen. 3 gegen 3 Retake, das wird nicht einfach. Astralis steht da auch gut, aber jetzt soll es hier anscheinend zuerst von Freiburg kommen. Und der wird mitgenommen. Ja, und das war's. Schlussendlich die Weiß mit dem letzten Kill. Forrest konnte noch einen mitnehmen. Aber sofort hier die erste Waffen-gegen-Waffen-Runde von den Dänen geholt. Und das hat man so ein bisschen erwartet. Gerade die Runde davor war ja schon mega gefährlich. Und Geld hatte NIP nicht auf der Bank. Die werden also sofort in die Eco müssen. Und naja, bei 13 zu 5 können solche Ecos natürlich direkt tödlich für dich enden. Das ist auch nicht so einfach, dann zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Eco, weil danach können wir dann wieder kaufen. Ja, und schaut euch das Gesicht von Device an, der ist super happy, auch wenn er gerade nicht oben steht. Aber ich glaube, als Starspieler ist es immer umso schöner, wenn du gar nicht so viel Arbeit machen musst, wie du normalerweise tust. Dafür hat Zippix 23 Kills in nur 18 Runden. Und NIP natürlich mit der taktischen Pause. Sie wissen, dass das Spiel gerade extrem in die andere Richtung zeigt. Und auch die Position von Astralis gerade gegen den Retake im 3 gegen 3 waren perfekt gewählt. Einer hinten im Dark, einer in der Banane, einer im kleinen Pool. Und wenn ein CT einen der drei angreift, ist sofort ein zweiter Spieler da, der ihn entweder traden kann oder in ein weiteres Gefecht verwickelt. Und damit hat man auch gezeigt, wie einfach es sein kann, so einen Hold durchzuspielen. Das ist halt, weil sie gerade das stärkere Team sind. Ne, dann sieht sowas immer einfach aus. Ja. Ne, wenn die beiden Teams gleich stark sind,
dann nutzt, also dann hilft dir so ein starker Hold natürlich auch mega viel, aber das kann trotzdem gefährlich sein, ja, weil halt natürlich deine Gegner auch intelligent dagegen spielen und dann immer wieder die Kills holen, die Nip hier jetzt leider gerade nicht immer schafft. Weswegen sie halt momentan mit 8 Runden zurücklegen. Und das ist eine sehr, sehr große Führung für die Dänen. Auf der CT-Seite wäre das schon sehr angenehm, denn dort müsste man relativ häufig saven, wenn man anfängt zu verlieren. Aber Astralis ist sogar noch auf der T-Seite. Damit kann man mit dem maximalen Loser-Bonus schon kaufen. Mit ein paar Bomb-Plans kann man sogar noch mehr Geld rausholen. Also auf der T-Seite mit 8 Runden Führung springen mega viele Waffenrunden für dich raus. Und damit sollte es ihnen auf jeden Fall gelingen, zu 15 Runden zu kommen, bevor ein NLP aufschließt. Ja, definitiv. Also es ist interessant, ich guck mal ja immer mal so ein bisschen auch auf den Chat und solche Sachen. Da wirkt es teilweise, je nachdem, wem man da so dann liest, dass mit der Map hier schon abgeschlossen ist und jetzt alle Hoffnungen, gerade der NIP-Fans, natürlich auf Mirage liegen. Aber habt ihr Gambit nicht gesehen, ist die Frage. Ja, das war natürlich heute der Genuss, muss man ganz klar sagen. Das war mega schön anzusehen. Trotzdem, es ist hier nicht die Eco geworden, es ist der Force Buy. Sie haben, glaube ich, komplett runtergekauft. Ja, und sie haben noch so ungefähr $100. Es hängt alles daran. Wenn sie es nicht holen, 14-5 und sie müssen entweder wieder in die Force Buys, dann würden sie durchgehend Force Buys fahren, außer sie holen mal eine davon. Oder dann käme die Full Eco. Oh, und sie pushen durch die Smoke. Was für ein Move von NIP. Sehr risikohaft. Aber sie kriegen den Kill gegen Dupree. Damit schon mal den ersten kleinen Erfolg gefeiert. Man hat auch Kontrolle über Apartments, aber Zippix ist da noch drinnen. Den haben sie auch auf dem Schirm. Der zweite CZ-Kill in der Runde. Please, fix und nerf. Das haben sie schon versucht. Die Waffe ist immer noch gut, aber nur situationsbedingt. Nicht mehr der Allrounder, die es mal war. Oder je der näher du dran bist, desto besser, ne? Auf jeden Fall. Astralis jetzt relativ weit weg vom Rundengewinn. Aber NIP hat trotzdem nur 2 AKs und kein Equipment, um Astralis irgendwie zu verzögern oder zu blenden, falls sie ein Go spielen. Was heißt Go? Die haben noch 2 Smokes, also einen richtigen Go kann man das nicht nennen. Freiberg steht aber auf den Boxen auf A, auf B und Getright ist direkt neben ihm. Das heißt, einer der beiden wird die Aufmerksamkeit auf sich lenken und das wird höchstwahrscheinlich Getright sein, denn Freiberg hat die bessere Waffe. Da kommt der erste Headshot von Freiberg, Getright unterstützt ihn, hält beide am Leben und dann kommt Xyz durchgepusht. 8 Sekunden auf der Uhr, die T's müssen sich sputen, aber Freiberg ist da und er könnte einfach nur noch durchsprayen, bis die Zeit durchläuft. Das passiert natürlich nicht, denn Glaive dreht schon ab, versucht sein Rifle in die nächste Runde zu bringen. NIP hat es geschafft, diese erste prekäre Lage abzuwenden. Ja, sie sind das Risiko eingegangen, es hat funktioniert und ich meine, wenn du 8 Runden zurückliegst, dann musst du das vielleicht auch manchmal. Ja, genau 50 Kills bei NIP gerade. Forest mit 11, Xyz mit 9. Manchmal mit 10, ja, sehr schön. Da sehen wir es auch. Zippix mit 23 immer noch. Der hat also nicht mehr viele Stiche gemacht, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, wie gut er gespielt hat bisher. Jetzt geht es schnell durchs Apartment. Forrest sieht da einen, dann wird sich wieder zurückgezogen. Man hat da gehofft, jemanden von NIP ohne mit heruntergelassenen Hosen zu erwischen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt die Frage, was denkt sich Astralis als nächstes aus mit diesem Force-Buy? Ja, sie werden immer noch warten auf einen Pick. Das ist zumindest der derzeitige Plan. Und Kirby soll wieder auf Banane stressen. Und das hat er sehr gut erreicht in den letzten paar Runden. NIP mittlerweile mit 4 Leuten auf A und Freiberg alleine auf B. Das hat er vorhin schon gespielt. Glaive und Kirby machen ihn ein bisschen Sorgen, aber er schreit noch nicht nach Hilfe, auch wenn Getright sich langsam aber sicher auf den Weg macht in den CT-Spawn. Jetzt die volle Rotation von Getright. Der Rest bleibt noch auf A stehen und Astralis hat sich definitiv auf B eingeschossen. 45 Sekunden, sie könnten es natürlich mal faken und dann auf den anderen Spot gehen oder sowas, aber du hast natürlich recht, da kommen sie relativ schnell in den Nahkampf. Und das wäre natürlich mit den Pistols gut. Jetzt fliegen die Granaten. Oh, Freiberg komplett blind, sie pushen rein, Getright aber mit dem Support-Frag, er fällt gegen Xyz und Freiberg ist schon auf 15 HP und das schaut ganz schlecht aus für NIP, die jetzt aus dem Spot verdrängt wurden. Die Weiß setzt noch einen nach, aber das ist wirklich nicht mehr gut für NIP. Sie haben noch 2 Flashes, sie alle zu blenden.
kriegt einen, wird dann schön unterstützt, deswegen kann er da nicht groß gepusht werden. Nur noch Exist jetzt, denn Forrest wird runtergesprayt. Der kann einen, zwei, aber den dritten Kehrball, der macht ihn dann auch noch und somit das Ganze direkt wieder zurückgeholt. Die Ökonomie von Nip komplett zerstört, das muss man hier ganz klar sagen, als hätten sie mit einem Hammer auf eine Glasscheibe draufgehauen. Das und tut auf jeden Fall weh. Ja, wir haben es gerade am Gesicht gesehen. Das ist nicht ideal. Natürlich jetzt nochmal der Force Buy. Es wird gekauft, was geht. Und kann Nip das Ganze hier nochmal machen? Das ist... Ja, es ist unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich, wie es vorhin war. Diesmal haben sie noch relativ viel Equipment dabei. Und wieder drei Mann auf B, die versuchen, Kontrolle zu erlangen. Jetzt hat sich Astralis aber besser darauf vorbereitet. Kirby hält unten, der hat nicht mal Fokus, denn er weiß, die CT-Smoke wird auch die CTs davon abhalten, durchzugehen. Forrest versucht, Informationen zu sammeln und wird von Dupree dafür getötet. Pete mit der 5-7 schießt irgendwo hin. Dupree mit seinem zweiten Kill in der Runde. Und jetzt pusht man, oh, Exist wird komplett Gold. Kann er auch nicht viel machen, um den Push aufzuhalten. Er muss hoffen, dass ihm die TS reinrennen. Hat sich verraten und dann, da waren halt vier Stück, die im Grunde gleichzeitig auf ihn geschossen haben. Da hilft dir auch so eine kleine Holzkiste nicht, dass da schießen die AK durchs wie Butter. Dupree nochmal mit einem schönen Headshot. Es ist Freiburg, der einzig verbleibende Schwede, die dänische Übermacht. Die wird hier die Runde mitnehmen und dann sind es halt die neuen Map-Bälle, die wir auch vorhin bei Gambit hatten. Ja. Da stand es halt auch 15-6 und dann ging die Aufholjagd los. Schafft das Nip hier nochmal? Was denkst du? Ja, NIP hat auf jeden Fall diesen Magiefaktor, den ich eigentlich immer relativ, naja, ich finde es relativ plump, es immer wieder zu sagen, aber in dieser Situation weiß ich nicht genau, ob sie den nochmal rauskitzeln können. Ich wette, dass auf dem englischen Stream gerade irgendjemand Nip Magic sagt oder irgendjemand auch, in den hier Chat. Auch, ja? Keine Sorge. Okay, es ist ganz normal. Ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, also nicht böse nehmen. Es ist auch so, dass sie eins dieser magischen Teams sind, die immer wieder zurückkommen, genauso wie Virtus Pro oder auch Fnatic es immer wieder getan haben. Diese Runde wird es uns auf jeden Fall zeigen, ob sie es wenigstens um eine Runde verlängern können. Und wenn wir der Knochenregel Glauben schenken, dann wird es passieren. Ja. Knochenregel 7, wer kennt sie nicht? Berlin Night TV hat sie auch schon bei uns in den Chat reingeschrieben. Natürlich immer die Möglichkeit. Ja. Hierbei wartet halt drauf. S-Pass, such is life. Das ist auch langsam schon ein bisschen alt geworden, was NIP in der Banane spielt. Und das eigentlich erst nach ein paar Runden auf der CT-Seite. Ja, wenn du kein Equipment hast, dann hast du auch nicht viele Möglichkeiten da. Ja. Man hat gehofft, man könnte da vielleicht mit der Deagle einen Headshot setzen, genauso wie Pimp. Aber wenn er einen kriegt und dann stirbt, dann hilft das seinem Team nicht mehr, wenn die eh schon im Hintertreffen sind. Das stimmt definitiv. Forrest mit der UMP ist einer der Schlüsselspieler für sie. Oh, Get Right mit der CZ, aber auch er wird getradet. Wie du vorhin schon gesagt hast, das bringt ihn herzlich wenig, denn solange ein T mehr steht als ein CT, ist die Situation immer noch super schwer. Forrest mit der UMP, Exist mit der P250, sie müssen draufgehen. Und Astralis rotiert nochmal Richtung A. Was für ein super schöner Midrun-Call von Glaive. Realisiert, was hier passiert auf der Map. In all der Hektik, die gerade kurzzeitig ausgebrochen ist durch Get Right Smoke Push. Ja, er stirbt, da werden sie jetzt noch die Waffe holen wollen. Aber ja gut, das kostet Zeit. Sie haben kein Kit. Sie brauchen jetzt noch 10 Sekunden länger. 15 Sekunden haben sie gebraucht. Die Bombe tickt schon. Sie haben noch etwa 10, vielleicht allerhöchstens 15 Sekunden, um hier den Retake zu starten. Ja, und es ist nur Forrest 1 gegen 2. Er wird abgezielt. One-Shot zum letzten der Runde. Und das war einfach mal nicht die Nip-Magic, aber das war die Macht von Astralis. Die Dänen hier richtig, richtig stark. Und am Ende 25 Kills bei Zipnix. Der Junge hat es hier richtig gut gemacht für sein, ja, Team. Auch Dupree mit 22 Frags insgesamt. Also der hat sich definitiv vom Major erholt und ist hier wieder on point. Die Weiß haben sie gar nicht gebraucht. Das ist auch ganz interessant nochmal zu sagen. Und die Frage ist, ob NIP das jetzt so schnell verdauen kann. Gegen Cloud9 ging das ganz gut. Da wurden sie 16-2 vom Server gefegt und haben dann die Serie noch gewonnen. Also wir dürfen sie wirklich nicht unterschätzen. Ja, aber diese dumme Nip-Magic. Cloud9.
Das stimmt auch wieder. Aber ich habe nur versucht, ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja, natürlich. Ne? Aber ich bin dann halt der Realist oder der Pessimist hier. Ne? Ich meine, ich habe ja ganz lange mit Marvin gecastet, der vor Optimismus nur so sprüht manchmal. Da musste ich halt so das Countergewicht sein. Ja. Gut, es ist alles möglich, ne? Ich meine, nur weil ich sage, ich denke nicht unbedingt, dass sie es noch machen, heißt es nicht, dass sie es nicht noch machen können. Ne? Ich habe ja auch gedacht, Gambit würde das über North schaffen und am Ende wurde es trotz dieser schönen Aktion auf Inferno doch das 2-0 für North. Natürlich, das 2-1 oder das 1-2 ist immer noch möglich. Ja, wir werden es sehen auf Cash. Der zweiten Map des Best of Three. Bis gleich. There's no deeper love.
I can't make it on my own steam. But it won't be long. Once in a while we're allowed to dream that we're gonna make it through the night. We're gonna journey to the light. We're gonna make it through. And me, we're gonna fly away. But we're gonna make it through the night. We're gonna journey to the light. We're gonna make it through. Willkommen zurück zu DreamHack Masters Las Vegas. Mein Name ist Abu und mit mir castet Böb
das schöne Spiel Astralis gegen NIP, das eventuell relativ schnell sein Ende nehmen kann. Zumindest wenn wir der so ersten weitergeht. Map Glauben schenken, ja. 16-6 ging es für Astralis aus, die das ganze Match über die Kontrolle ausgeübt haben, über NIP. Nicht viele individuelle Performances von den Schweden, muss man sagen. Da gab es vereinzelt mal die eine oder andere Aktion, die ansehnlich war, aber ansonsten war es immer Astralis. Ja, muss man ganz klar sagen, vor allem Sipnix. Er hat das Ace gemacht, aus deiner und meiner Hassposition, dem alten Baum im Grunde, auf dem B-Spot. Insgesamt ein super Spiel von ihm, super Spiel von Dupree. Astralis, die Dänen haben hier auf ganzer Linie überzeugt. 16-6 ist es ausgegangen, das ist deutlich. Und wir sehen es immer noch 52%. Haben die Live-Odds, dass sie sich anpassen? Das ja, das ist irgendwie, Null-Sinn das war machen. Entweder über Chat oder über Twitter oder sowas. Also ganz so viel kann man da nicht drauf setzen. Aber gut, ne? Trotzdem, es trauen immer noch viele Leute Nipp zu, dass sie es hier machen. Ich denke, ja, wir gehen jetzt auf Astralis Map und das wird hier jetzt das 2-0. Vielleicht kann die Knife Round NIP noch mal ein bisschen rausretten. Wenn sie auf der CT-Seite starten, könnte man vielleicht sagen, ein Shutdown, eine starke erste Hälfte, 10, 11, 12 Runden vielleicht sind möglich auf Mirage auf der CT-Seite. Das hat man auch immer wieder mal gesehen. Aber man muss immer wieder sagen, es ist Astralis. Die haben nicht umsonst das Major gewonnen. Die haben einen Dupree, der erstarkt ist wieder nach dem Major. Sie haben Device, der ultra gut ist. Wir haben Sipix, der mehr als sein Gewicht getragen hat und das eigentlich als Tiefenspieler. Ja. Und damit hat man schon drei schlagende Argumente, die NIP hier aus dem Viertelfinale raus. Und du hast Glaive, der sie halt super einsetzt. Ja. Und selber dafür nicht groß schlechter spielt. Der kann auch, der macht auch seine Kills, macht das wirklich gut. Und wir konzentrieren uns auf die erste Runde von Mirage. Astralis auf der CT-Seite soll den A-Smoko anscheinend geben. Viele Granaten, die jetzt fliegen. Ja, erstaunlich viele Granaten. Freiburg und Exist ohne Armor deswegen. Und 5 Glocks natürlich. Glaive schon unter Druck. Forest mit dem Headshot. Beendet, was Exist angefangen hatte. Und übt weiter Druck auf den CT-Spawn aus. Aber da kommt kein Kill raus. Und das könnte zum Problem werden, denn Device kommt schon von hinten über das Apartment und zwar nicht über die Main, wo Freiburg warten würde. NIP komplett auf den CT-Spawn, auf den Eingang hier, auf die Stairs konzentriert. Sipix mit dem Headshot gegen Forrest. Jetzt ist der Retake on. Dupree holt sich Pit und noch einen. Und das 3 gegen 2. Freiburg und Getright müssen es wieder mal machen. Die Stars, die 1-6-Legende fällt gegen Device und Kirby. Und das reicht, weil da Dupree schon bevor der letzte Kill gefallen ist, ist er da drauf gegangen. Das wird nochmal knapp, aber ich denke, er ist sich nicht ganz sicher. Er hat's geschafft. Krasse Erfahrung, ich darf es mal wieder sagen. Die haben nicht umsonst diesen Command. Ja, genau. Und da geht die Runde durch. Dupree wieder wie vorhin super stark geschossen. Vorhin hat er auch in der Pistol Round solche Bretter verteilt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja. Und Astralis dadurch gerechtfertigt 1-0 vorne. Ja, es ist interessant, es ist erst die zweite Pistol Round, die sie hier im Spiel, im Turnier gewinnen. Und Forrest mit der AK. Überraschung, Device. Da schießt jemand zurück. Ja, das kann halt manchmal auch dann so sein, ne? Du kannst sagen, wenn einer 2-7 am Ende hat, wenn du ein paar Kills machst, die Bombe vielleicht gelegt, wie auch immer, dann kannst du halt irgendwem anders die AK droppen und er kann halt Kevlar mit Helm dazu kaufen. Das kann hier überraschen. Es hat schon zu einem Kill geführt und jetzt fragt sich Astralis natürlich, was kann hier Nip alles in dieser Runde dann schlussendlich aufbieten? Ja, vor allem mit den 34 HP wird das schon nicht einfach für ihn. Er hat halt auch, er muss es halt machen. Seine Mates haben nur Pistols und dann ist er gefallen. Er geht auf den One-Shot, hat ihn nicht getroffen und damit die Gelegenheit für Kirby. Glaive holt sich 2, Exist ist alleine in der Mitte mit der UMP gegen 4 CTs. Das wird schon verdammt schwer, weil sie ihn jagen, aktiv dagegen gegangen von Astralis. Ja, die haben Blut geleckt. Ja, und sie lassen nichts anbrennen hier. 2-0 damit. Geld wurde in die Runde investiert, deswegen mal sehen, ob sie jetzt hier auch kaufen.
wie das normalerweise, ja, sie kaufen es. Piff, der hat dann höchstwahrscheinlich diese AK an Forest gelegt gehabt in der Runde, gerade deswegen nur mit einer Deagle. Aber das kann man machen. So eine Pistole, die kann man interessant einsetzen. Oh, und ein schneller Go. Aber Astralis hatte Informationen übermittelt. Dupree ist da ganz hoch gepusht. Und Kiabi, da ist eine kleine Lücke in der Smoke. Das reicht ihm, um den Bombplant zumindest unterbrechen zu können. Wenigstens ist Forrest noch am Leben für NIP. Astralis, wie die Hyänen aufgestellt, um den Spot herum. 2 im CT-Spawn, 2 im Connector, 1 im Window, also im Jungle. Und NIP hat jetzt die Bombe doch glatt legen können. Aber schau dir das HP an. Get right auf 10, Forrest 35, Exist mit 47. Kirby, das ist nochmal von der Treppe was zu machen. Aber die Frags für NIP, 3 Stück an der Zahl. Kirby und Glaive plötzlich alleine gegen 4. Und damit NIP am Drücker. Sie müssen nur noch geduldig abwarten, bis sich die CTs aus dem Staub machen. Oh. Oder man macht sie zu Staub. Ja. Das macht zumindest Freiburg. Somit nur Glaive, der hier höchstwahrscheinlich seine M4 durchbringen kann. Und das hat funktioniert bei NIP auch mit wenig zu werfen. Sie sind auf den Spot gekommen, konnten es dann halten, weil sie die Frags gemacht haben. Somit schlagen sie hier schnell wieder zurück. Und ich denke, das ist wichtig, dass sie auch in dem Game auf der Map ankommen. Denn ja, sie sind es, die schon 1-0 hinten liegen. Das stimmt auf jeden Fall. Die, auch wenn NIP Erfahrung hat, sehr viel Erfahrung hat. Dieses Selbstbewusstsein muss man trotzdem immer wieder neu aufbauen in jedem Match. Und diese Runde gibt ihnen diese Chance dazu. 5 AKs jetzt gegen 3 M4s und 2 UMPs. NIP lässt sich Zeit, außer Forrest. Der ist schon relativ tief in den B-Apartments, aber wird wieder ein bisschen zurückgedrängt. Der Spray ist nicht erfolgreich. Er zieht sich ganz zurück, gibt die Position auf. Die CTs tun das Gleiche. Und einer kleinen. Hat man gerade Granaten getauscht? Ja, genau. Hier, ich tausche deine HE gegen meine Smoke. Ja, wieso nicht? Können wir machen. Die Weiß kommt aber auch davon. 98 HP für ihn. Exist stellt sich in der Mitte auf, zusammen mit seinen Teammates. Das wird ein B-Split, das ist sicher. Exist über den Underpass nochmal als verspäteter Dritter durch die Apartments dann am Ende. Und Forrest versucht verzweifelt hier den Opening-Kill zu machen. Und das ist schon ein bisschen, oh, also ein bisschen offensichtlich hier für Astralis. 3 Leute schon auf dem Spot. Aber die anderen beiden sind noch sehr weit weg. Die Rotation kommt noch nicht. Und jetzt kommt der Zugriff und dann ist es Dupree mit dem ersten. Kriegt den Headshot, stirbt aber noch nicht. Kriegt noch einen zweiten, dann aber keinen Schuss mehr. Aber die Weiß jetzt auch angekommen und somit haben wir hier einen Mann Vorteil. Die Bombe kann jetzt gelegt werden, aber nur noch Piff und Get Right gegen 3 CTs. Oh, und dann haben sie das gar nicht erwartet. Schönes Play von Pit hier. Alles auf eine Karte gesetzt, in die Küche reingepusht. Aber jetzt könnte er derjenige sein, der gekillt wird von hinten. Das ist Glaive mit dem Frag. Wollen sie da oder können sie da wirklich noch hin? Die Bombe tickt schon sehr lange. Glaive ist der mit dem Defuse-Kit. Der springt durchs Window. Stark. Und Get Right wird getradet von Kirby. Dummerweise hat er das Kit nicht, aber das sollte trotzdem durchgehen. Also das 2 ja. gegen 1 von Astralis kontrolliert. Explosiv geretaked hier gegen Get Right. Ja, das haben sie auch schön gemacht. Glaive hat da eine Sekunde gewartet, bis auch Kerbei dann runterkommen konnte. Im Grunde schön das zusammen nochmal angegangen und somit die Runde hier wieder direkt zurückgeholt von Astralis, obwohl sie ja eigentlich wenig Equipment in der Runde hatte. Nicht unbedingt die besten Waffen. Da hat NIP einfach viel zu lange gebraucht, um wirklich den Schaden an ihnen anzurichten, auch wenn sie da den Zugriff über kurz machen konnten. Ja, und das ist einfach, boah, schön anzusehen. Schönes Spray Control durch den Smoke. Den Strahl reingehalten. Device holt sich noch einen. Das sind schon 2 für ihn. Kirby wird getradet von Forrest, aber es ist ein 2 gegen 4 und Glaive in der Key-Position. Die Ts boosten hier und der Boost schlägt fehl, weil Forrest unter Freiburg rausgeschossen wird. Also Astralis ist nach dieser einen Runde, die wir als den Hoffnungsschimmer gesehen haben, nach dieser einen Runde ist Astralis jetzt doch wieder am Drücker. Ja, es war anscheinend keine Sonne, sondern der Blutmond, der sich da über den Schweden aufgetan hat. Denn die müssen jetzt auch erstmal wieder in die Full-Eco. Sie haben eine, zwei, drei PZ-50s und eine Deagle, kein Kevlar. Und ich denke nicht, dass Astralis sich so eine Runde wegnehmen lässt. Nein, also wenn sie das sich wegnehmen lassen, dann hat NIP mehr Runden verdient, als sie gerade haben.
Ja, und als sie auch gerade geholt haben, aber die weiß mit dem ersten Headshot, da kann auch die Deagle nichts gegen machen. Der kriegt noch einen. Oh mein Gott. Und dann Kerbei und Sipnix unterstützen ihn da schön von. Die weiß, der kann das in der Mitte auch ohne AWP. Ja. 5 zu 1, 4 Runden Abstand. Damit auch Astralis in einer Position, in der sie es sich erlauben können, saven zu müssen. Aber das werden sie gar nicht müssen, denn sie haben schon Geld angespart. Und zwar relativ viel hier. 6k für Device, 4k für Kerbi. Da kann man auf jeden Fall sich auch darauf verlassen, nochmal kaufen zu können. Und da ja, jetzt machen sie ja halt das Unerwartete. Jetzt packen sie die Moves aus. Aber es sind zwei. Die haben halt Kerbi da geholt. Oh, und er zeigt sich ganz kurz. Wurde er da gesehen? Ich glaube ja, schon. Axis ja. Hat's dann mitgekriegt. Der hätte vielleicht einfach in der Ecke stehen bleiben müssen. Er geht auf Timing aus der Ecke raus, sonst wird er womöglich dann zuerst gesehen. Ja gut, natürlich. Irgendwie war es ein guter Versuch von Astralis. Man darf jetzt auch nicht vergessen, es ist ein 4 gegen 3. Man kann das auf jeden Fall noch drehen. Und 19 HP bei Exist, 41 bei Freiburg. Weil halt die Weiß da mega offensiv schon ist. Ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt haben. Es wird noch so abgezielt, aber das ist natürlich eine Joker-Position da auch. Und Glaive hat Exist im Underpass auf jeden Fall noch gesehen. Er macht sich sofort auf den Weg Richtung B, um sein Teammate die Weiß da zu supporten. Gibt auch den Call. Deswegen fällt die Weiß zurück. Das ist super gespielt. Und jetzt konzentrieren sie sich zusammen auf Kurz, weil sie wissen, da muss noch jemand irgendwo herkommen von Kurz. Die Weiß ist derjenige, der den Push durch die Apartments abhalten muss, während Glaive sich auf Kurz konzentrieren kann. Und im Falle des Falles hätte man sich gegenseitig traden können. Die Weiß jetzt in der Action. Forrest und Getright, die beiden Legenden halten Händchen. Einer ist schon tot, Getright folgt zugleich und Exist mit 19 AP. Was für ein kontrollierter Spielstil von Astralis gerade. Die sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Keine Chance für Nip hier gerade. In überhaupt keinster Weise, selbst wenn sie den Vorteil sich rausspielen, den Einmann-Vorteil, das war gerade so stark gespielt von Astralis, das ist Champions würdig auf jeden Fall. Und gegen sowas, da kannst du natürlich auch nicht mehr viel unternehmen. Ja, was könnte man unternehmen, ist die Frage. NLP hat noch nicht sehr viel Mittelkontrolle gespielt, aber vielleicht will man das aus Prinzip nicht gegen die Weiß machen. Wobei der mit der AK spielt und Dupree mit der AWP jetzt. Weiß nicht genau, was da dahinter steckt. Den Spawn hat man hier definitiv nicht ausgenutzt, denn Dupree ist in der Küche stehen geblieben. Ich glaube, die haben einfach gerade mega viel Bock und ja, machen, was sie wollen hier. Kerbi ist in die Mitte gepusht. Es ist auch eine Anti-Eco, also es ist nicht ganz so wichtig, trotzdem so konstant zu spielen. Die kriegen einfach die Runden hier. Ja. Na, jetzt die, die Pause. Interessant, wir gehen nicht sofort auf die jetzt. Hat die Regie eine Sekunde länger gebraucht. Ich finde das ja auch immer dann interessant zu sehen, was passiert dann genau, wenn die gecallt ist. Ne? Da hat man ja, haben ja beide Teams so ein bisschen Zeit zu gucken, was genau wird jetzt noch so gekauft, was haben die noch so drauf. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass Nip hier jetzt irgendeinen Weg findet, um hier in die Map noch reinzufinden. Ja, was sie versucht haben, war auf jeden Fall ein A-Go, aber nicht viel über Apartments. Gleichzeitig haben sie Mitte relativ selten bis gar nicht angespielt, so richtig. Naja, Astralis, sie sind oft über Kurz dann gegangen. Ja, genau. Sie sind eher über Kurz als... Also ich konzentriere mich gerade auf A, weil auf A ist eigentlich der Connector und der Jungle eine Position, in der du viel Druck ausüben kannst und den CT sozusagen einen Keil reintreibst zwischen sie. Wenn sie auf A gegangen sind, dann meistens wirklich nur Standard über die Action. Ja, vielleicht den Boost ins Window könnte man versuchen, das haben sie noch nicht gespielt zumindest. Aber Astralis hat sie auch immer wieder mehr oder weniger geschockt, dadurch, dass sie zwei Leute in den Underpass reinpushen. Dann haben sie Mitte aggressiv gespielt, sogar zweimal schon. Das war einmal Kerbi alleine, einmal war es, glaube ich, Dupree. Und die Sache ist die, dass Dupree noch nicht mal gespottet wurde, als er das gespielt hat. Das war nämlich in der ersten Waffenrunde, als NLP einen schnellen Execute gespielt hat, um zu versuchen, Astralis zu überrumpeln. Im Endeffekt haben sie die Runde auch geholt. Ja, aber dann das war ist wieder bisher die einzige, ne? Ja. Und das ist definitiv zu wenig von 8 Runden. Vielleicht wollen sie dann auch einfach wieder so einen schnellen Go machen. Das wäre noch eine Option. Mhm. B würde ich komplett rauslassen jetzt erstmal. Das vielleicht als komischen Fake... Aber
Ja, B-Kurz kann man schon ein bisschen anspielen, aber Astralis hat das so extrem gut gehandelt, dass NIP da sicherlich auch auf B nicht wirklich viel Lust hat. Ja, die ist halt wirklich die große Frage, wie können sie da noch durchkommen? Ich meine, mit dem Pick-Spiel kriegen sie immer mal wieder auch die ersten Picks, können es dann aber nicht in Runden übersetzen. Ja. Das schnelle Spiel ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ja, und Freiburg, der geht da aus der Smoke raus in der Mitte, holt sich die Weiß und jetzt ist das möglich. Glaive will hier durch, aber... Oh, die sehen ihn da noch nicht. Jetzt aber, natürlich. Ja, und das ist eine Mischung zwischen allem. Sie haben den Default im Endeffekt gespielt, aber Freiburg nicht ganz Default, denn er ist sehr schnell in die Mitte reingegangen. Dann steht Get Right zwar sehr schnell schon in der Action drinnen, aber hält sich dann zurück. Und jetzt muss man, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, aus dieser Runde auch noch was machen. Und Freiburg hat wohl einen sehr großen Schritt in diese Richtung getan. Zumindest hat er seinen zweiten Frag eingesackt und KRB mit Zippix damit alleine getrennt voneinander. Es sind Meilen voneinander entfernt. Ja, es sind jetzt nur noch zwei Verteidiger. Es sieht so aus, als könnte NIP hier endlich mal die zweite Runde einfahren. Und das wäre natürlich das, was man nach so einer nach so einer taktischen Pause dann auch braucht. Ja, jetzt versuchen sie einfach zu warten, dass Astralis einen Fehler macht. Aber die Dänen bleiben zurück. Zippix verschiebt jetzt auf A, um zumindest einen Spot ein bisschen zu verteidigen oder verteidigen zu können. Zusammen ist da natürlich eine Chance da, dass man den ein oder anderen Kill noch machen kann. Aber wenn Xist so von hinten kommt und Zippix sich holt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für Astralis zurückzukommen in die Runde. Kirby steht hier noch im Ninja-Eck. Er wurde noch nicht gesehen, aber er wird demnächst erwartet werden. Zumindest wissen sie, dass er auf A stehen muss. Kriegt zumindest nochmal einen Kill. Bisschen Schaden. Na, ist besser als kein Schaden. Auf jeden Fall. Und ich wollte nochmal kurz hinweisen, es ist wieder ein 7:1. Unsere Lieblingsscoreline. Und da ist es ist nur leider nicht Mouseboards gegen SK gerade. Ja. Ja, ich meinte, ich spiele ja immer wieder auf den Sieg gegen Brasilien an. Ja, deswegen habe ich gesagt, Mouseboards gegen SK. Ach so, meinst du das? Ja, okay, stimmt. Keine Sorge, ich hatte dich schon. Ich hatte das schon mit irgendwie Mouseboards gegen VP, weil da war es ja auch 7:1. Gestanden. Nee, ich meinte, es ist halt leider nicht. Ne, das würde zu dem Score halt dann am besten noch passen. Das wäre cool. Wenn Maus gegen SK gewonnen oder gewinnen könnte, das wäre natürlich cool. Müssen wir geduldig sein auf jeden Fall. Die Jungs schaffen das schon irgendwann. In NIP jetzt den Versuch gestartet, die Folgerunde zu holen und sie spielen wieder Default. Diesmal aber langsamer als vorhin. Und Xist schlängelt sich durch den Underpass Richtung Mitte. Also sie wollen auf jeden Fall die Mitte-Kontrolle ein bisschen aggressiver anspielen und Astralis da zurückhalten. Ist natürlich auch immer ein mega Risiko, gerade mit Device an der AWP. Er hat da nur einen kleinen Schlitz, aber das ist alles, was er in der Situation braucht. Kriegt den ersten, Zipnix hier, kriegt den zweiten. Oh, und dann stehen sie da halt im Grunde zu dritt. Sie haben Device an der AWP, der zielt das Ganze nochmal ab. Dann hast du einen, der guckt runter ins Fenster. Und dann ist da sogar noch einer, der darauf wartet, dass sie gepusht werden. Das habe ich so noch nicht gesehen und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ist so eine schöne Dynamik, so eine schöne Art zusammenzuspielen und sich gegenseitig zu unterstützen. Jetzt kommen Forrest und Getrider aber nochmal zurück in die Runde. 2-3, Zippix wurde schon gespottet im CT-Spawn und dann lässt Getrider ihn einen Moment aus dem Auge und dann ist Kirby wieder da mit dem richtigen Timing. Ja... Also, sie haben eine Runde geholt und dann war es halt wieder, die dänische Zauberei, die hier angestellt wurde. Super damit gerechnet, was hier natürlich mit NIP ganz viel gespielt hat, Richtung kurz und dann auf B. Naja, das hat nicht funktioniert, jetzt soll es anscheinend nochmal der B-Go werden. NIP versteift sich da sehr stark auf diesen B-Spot und die weiß, der scheint schon wieder richtig zu stehen. Ja, diesmal ist Astralis nicht so gut vorbereitet drauf. Sie haben zwei Spieler
beim Balkon auf A und die weiß, verschießt Überreaktion von ihm, zieht zu weit rüber, Exist killt ihn sofort dafür. Dupree steht schon an der Küche. Oh, ich wollte gerade sagen, aber es ist nicht früh genug, um den Push aufzuhalten. Dann kriegt er trotzdem noch einen Kill. 4 gegen 3, Retake-Situation für die T's jetzt. Und Astralis, die checken erstmal noch alles. Das wirkt nicht so, als wollten sie da drauf gehen. Die scheinen hier erstmal ihre Waffen durchbringen zu wollen. Die haben ja auch mega viel an Geld noch, das muss man ganz klar sagen. Molotovs sind dabei, alle haben ihre Kits, die wollen, die gehen auf Exit-Tracks. Die wollen das Geld von Nip weiter klein halten. Richtige Entscheidung hier, auch wenn Kirby nicht erfolgreich ist gegen Freiburg. Freiburg auch gut, Zippix nimmt ihn sich. Ja, Astralis hat nicht nur jetzt schon gut Geld zurückgelegt, sondern sie haben auch noch eine Führung von 5 Runden. Das heißt, selbst wenn das Geld auslaufen sollte, können sie easy zweimal saven und sie werden immer noch nicht eingeholt sein von NIP. Natürlich will man auf der CT-Seite von Mirage so deutlich wie möglich gewinnen. Aber wenn NIP 4 Runden, vielleicht auch 5 Runden holt, das wäre kein Problem für die Team. Ja, vor allem musst du halt nicht 3 gegen 5 in den Retake gehen. Haben halt gesagt, ja, da sterben wir wahrscheinlich, selbst wenn wir ein bisschen Schaden machen. Machen wir doch ein bisschen Schaden und überleben. Da konnte gerade dann sogar noch die AWP durchgebracht werden. Es haben nur 2 Spieler bei NIP überlebt und das sieht man jetzt. Viel zu werfen ist da nicht. Oh, und dann halt Device mit der AWP. Ja, das ist so, als würde man sich automatisch einen 3K saven, wenn man ihm die AWP gibt. Kirby tauscht mit ihm Position. Jetzt geht es einfach den Bach runter für NIP. Exist ist alleine auf dem Spot. Schau mal, wie gold der ist. Die flashen sich gegenseitig, sind so hungrig auf den Frag. Und er kommt um die Ecke und da stehen schon 3 Blaue vor ihm. Keine Chance. Einfach keine Chance hier. Kirby lacht sich auf den Ast. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal, die Aktion in der... im Replay, wie Device über ihn springt, Kirby unter ihm durchtaucht und den Frag macht. Aber DreamHack, lass mich nicht im Stich, zeig es uns. Ah, so schade. Und jetzt direkt die Full Eco natürlich. Astralis dürfte gleich zweistellig werden und dann könnte es nochmal dieses 12-3 in der ersten Halbzeit natürlich werden. Wir wünschen es nicht unbedingt für NIP, ja. Aber die Möglichkeit ist hier definitiv da. Es ist höchstwahrscheinlich, dass es so laufen wird, denn im Moment hat NIP nichts Überzeugendes gezeigt. Sie haben die Runden nicht deutlich gewonnen. Astralis hat fast jedes Mal noch gesaved. Irgendwelche Waffen sind immer durchgekommen bei den Dänen. Und das ist wirklich ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams, anders kann man es nicht sagen. Ja, jetzt kommt der B-Rush, sie wollen da durchhauen, Zipnix macht es halt einfach. Sie wollten, glaube ich, reingeflasht werden, deswegen standen die da alle so komisch mit dem Rücken zu ihm. Am Ende dann Dupree nimmt auch nochmal einen mit Zipnix mit dem dritten und dann ist es Forrest auf 14 HP, keine Chance. Ich glaube, da wurde nicht mal groß Schaden an den Verteidigern gemacht. Die haben das gerade zu zweit erstmal aufgeräumt, bevor ihre Unterstützung noch da war und die wurde nicht wirklich gebraucht. Somit das, wie angekündigt, 10 zu 3. Oh, ein Zippix Spray Control ist on fleek gerade. Kann man auch von dem Pro nicht anders erwarten. Aber die Position, das Crossfire mit Dupree... Da war wieder das Crossfeuer übrigens. Ja, genau. Das Kreuzfeuer mit Dupree perfekt auf B. NIP hat nirgendwo eine Schnitte. Zumindest sagst du nicht, der war mal auf Feuer. Nee, auf Feuer. Ne? Zipnix hier auf Feuer. Ja, vielleicht ist er jetzt auch wieder on fire. Ah, er zieht sich zurück intelligent von ihm. In dieser Situation will man, glaube ich, nicht in den Kampf gehen, außer man heißt Simple. Ja. Der hätte das wahrscheinlich sogar so runtergespielt. Jetzt Sneak Get Right gegen Device da rein. Da war eine Lücke in der Smoke und Device war komplett im Tunnel, hat nur auf diese Lücke geschaut. Glaive tradet dann aber Get Right. Also egal, wo NIP irgendwas erreicht, ist sofort Astralis da und stopft dieses Loch. Es ist halt ganz schwer. Astralis, die spielen halt nicht nur einzeln mega gut, sondern auch als Team. Ne, die wissen, du musst beides machen, du musst selber performen, aber du musst halt auch mit deinen Mates zusammenspielen. Und gerade aus dem Grund haben wir ja auch oft, dass einer von Astralis dann auch 3-4 Kills in der Runde macht,
weil halt immer jemand da ist, der lenkt halt vielleicht gerade ab und dann kommt er in dem richtigen Zeitpunkt, macht halt die Kills und so geht halt CS. Ja, oder sie flashen sich gegenseitig rein. Hier sieht man es wieder, da perfektes Timing auch mit der Flash. Auch wenn die Ts nicht so blind waren und Kevin hier Probleme hat beim Spray, da ist Glaive da, der zwei macht. Also entweder macht der eine zwei oder der andere und zusammen machen sie fast jedes Mal drei. Ja. Und was willst du als T dann großartig machen, wenn du gegen zwei Leute immer wieder drei verlierst? Da gibt's nichts zu holen. Ich wäre NLP nicht böse, wenn sie dieses Turnier erstmal sein lassen. Also, wenn das jetzt ein anderer Sport, E-Sport wäre, bei League of Legends oder auch bei StarCraft 2. Du hast League of Legends gesagt in einem CSGO-Stream. Aber da wäre, glaube ich, jetzt schon das GG gecallt worden und die hätten aufgegeben an so einer, in so einer Situation. Hier in CS kann man solche Sachen eher nochmal kompensieren, aber es sieht hier gerade ganz, ganz schlecht aus für die Schweden. Man darf bei LoL auch nicht mehr GG schreiben. Riot hat ein neues Ruling. Darfst du nicht mehr aufgeben? Ich glaube nicht mehr. Sie spielen immer bis runter und wenn es sichtbar ist, dass du praktisch aufgegeben hast und nur noch reinfeedest, dann kriegst du auch Disziplinarstrafen. Wegen auch Throwing, die Pros, oder? Ja, wegen Throwing und allem. Also im Public Play, keine Ahnung, aber die Pros auf der LCS dürfen, soweit ich weiß, nicht mehr. Ja, das ist auch nur deswegen. Wegen Matchfixing und sowas wahrscheinlich auch. Ja, das würde ich gar nicht mal sagen. Du kannst es bei LoL halt teilweise sehr früh absehen, welches Team das gewinnt. Und es ist selten, dass die Pros das dann schaffen, das nochmal zurückzuholen. Und du willst es halt, wenn du es im Fernsehen und sowas haben willst, ne? Ist halt dann gerade für Casual Viewer scheiße, wenn auf einmal, ja, das eine Team hat zwar ein bisschen was gemacht und sowas, aber manchmal ist das nicht so ersichtlich, dass die halt mega vorne sind. Und dann gibt das andere Team halt auf, weil die wissen, ja, selbst wenn wir das jetzt noch 5 Minuten runterspielen, wir haben keine Chance mehr. Ja. Deswegen bin ich auch CSGO-Fan, weil CS einfach das bessere Spiel ist, das unterhaltsamere Spiel und das spannendere Spiel vor allem. Ja. Es ist immer wieder bis zum Ende, das hat Gambit heute schon gezeigt, das haben wir im E-League Major 1000 Mal gesehen, es ist jedes Mal wieder spannend und ich glaube, ihr seid auch unserer Meinung, CS größer League, forever und ever und ever. Und auch wenn dieses Spiel eindeutig zu sein scheint, man weiß nie, was NLP jetzt gleich rauszaubert. Auf der CT-Seite von Mirage traue ich ihnen schon zu, dass sie nochmal ein Comeback starten. Ja, es ist alles möglich, ne? Definitiv. Aber es erinnert gerade ganz, ganz stark an Inferno. Das war am Ende ein 16-6. Das würde mich nicht wundern, wenn das wieder so ein 16-6 wird. Und ja, das... Ich glaube, das ist hier gerade schon gegessen, das Spiel. NIP müsste jetzt mega viel zeigen, um überhaupt noch auf die dritte Map zu kommen. Und selbst dann müssten sie es halt nochmal mega zeigen, um hier die Chance zu haben, das ganze 2-1 vielleicht noch zu gewinnen. Es ist da die Chance, das ist bei CS halt so. Die Spannung ist so lange noch aufzuhalten, bis es 16 irgendwas für ein Team steht und am Ende 2-0 oder 2-1 nach Maps. Ansonsten... Ja. Jetzt nochmal ratschen für NIP, dass sie das nochmal zurückbiegen und zeigen, was in ihnen steckt. Forest zumindest den ersten Frag gegen Glaive geholt. Damit Astralis auch wieder auf der Rotation Richtung A. Aber Dupree ist schon in den Apartments von B unterwegs. Der hat da auch eine Decoy-Nade gesetzt. Wird aber von GetRight in einen Fight verwickelt, gewinnt ihn aber und damit das 4 gegen 3 für Astralis, die Runde wieder umgebogen haben. NLP mit Kontrolle über Mitte, dank Pit. Aber gleichzeitig geht Kierby in den Jungle. Man hat die Bombe am Legen, die weiß mit dem Headshot und Dupree kommt über die Kirche in den CT-Spawn. Also selbst wenn Exist und Forest hier nochmal Bretter verteilen, sie müssen sich auf ziemlich unvorhersehbare Backsteps gefasst machen. Forest verschießt hier zweimal, kriegt aber den letzten gegen Device nochmal rein, hilft nochmal. Exist ist da, aber Gabby traded Forest. Exist gegen zwei, er hat die USP. Keine Chance. Aber die Bombe tickt so schnell schon. Er muss hier Fake Diffusen, um sie rauszuholen. Und sie können natürlich jetzt einen nach dem anderen. Dupree macht es halt. Der Step im Rhythmus die ganze Zeit rum und am Ende kann aber dann. Exist den Headshot nicht setzen, aber selbst dann wäre es halt schwer geworden. Kein Kit bei ihm vorhanden. Die Runde
Es ist nicht ganz aus und vorbei, aber natürlich, the decline of Nip in dieser Map geht halt gerade weiter. 13-3, 10 Runden trennen die beiden Teams voneinander. Jetzt der Force Buy, der muss es eigentlich dann machen für sie. Aber Nip, get right in der Mitte, kann einen Schuss raussetzen, kriegt aber direkt auch was zurück. 22 HP noch bei ihm. Ja, und das fängt nicht so gut an. Ja, vielleicht kann man mit den Digis nochmal ein, zwei Kills machen. Das 14-3 wird so oder so schwer abzuwenden sein. Und der Job eines Casters beinhaltet natürlich auch, dass man nicht so wie andere Kollegen manchmal sagt, dass es vorbei ist. Das hat man zum Beispiel auf dem englischen Stream öfter mal gehört. Denn es ist eben erst vorbei, wenn 16 Runden auf dem Konto eines Teams stehen. Und Get Right versucht sein Bestes, das nochmal zu ändern. Trotzdem, das 14-3 wird höchstwahrscheinlich eintreten. Denn auch Pitch verschießt hier und läuft den Zippix Headshot rein. Aber wirklich, also der ist da aus der Map rausgeschossen worden. Und somit nur noch Exist und Forest. Die wollen es hier nochmal versuchen. Forest alleine kann die Hits nicht setzen. Exist mit noch einem. Und damit nur noch, Zipnix mit noch einem, ist es noch Exist. Die fangen beide mit X an. Das ist ja, die haben so komische Namen, ne? Vorsicht, falls wir nochmal off-topic kommen. Ja, genau. Exist macht nochmal einen schönen Headshot dagegen. Die Weiß muss in der Ecke erstmal sitzen bleiben, ansonsten wäre er da geröstet worden. Er hat es wenigstens warm in der Ecke. Du magst es ja eher warm, ne? Kann sein Würstchen grillen. Ja, das Erste, was hier der Dabu macht, ist die Heizung auf 5. Es war auch echt ultra kalt hier. Vorsicht, off-topic. Und wir haben hier ein Eckbüro, also ein Eckstudio, muss man ja sagen. Wir sind ja nicht im Büro. Also wir sind im Studio des Büros. Und die Fensterfront hier ist nicht besonders gut isoliert. Ja, das stimmt. Und da merkt man sofort, wenn die... Aber jetzt, ich muss die gleich noch ausmachen, weil ich fange jetzt auch schon an zu dampfen. Ja, Nip geht hier weiter in die Force-Base. Natürlich, ich meine, 14-3 wären sie jetzt in die Eco gegangen. Dann 12 Matchbälle nochmal aufzuhalten. Das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. 3 Pistols. Und Exist macht den ersten Kill der Runde. Fühlt sich hier mit der CZ wohl. Einen Schuss hat er noch. Jetzt lädt er dann auch mal nach. Glaive kann einen mitnehmen, aber auch Get Right und Forest erfolgreich. So sind es nur noch Zipnix und Glaive. Oh, Glaive nochmal schöner. Ja, nochmal schöner Kill von Freiburg hier. Ja, was macht Zipnix? Wenn er die Runde dreht, dann wow. Ja. Freiburg und Forest, die konnten sich jetzt auch schon AKs sichern. Get Right noch mit seiner Scout, aber der hat schon bewiesen, wie tödlich er mit dem Teil ist. 1-3, Zipnix versucht es Richtung B und momentan halt Nip komplett einzeln. Komplett einzeln. Wenn er den Kill macht, kriegt er den Bombenplant. Getrend nimmt sich Zeit auf jeden Fall. Oh, jetzt verraten. Ja, jetzt zählt es für ihn, am Leben zu bleiben. Jetzt muss er nur leben und Freiburg ist da. Genau. Es war vielleicht ein kleines Risiko involviert, wie du gesagt hast. Wenn der sofort den Kill kriegt, dann plantet er auf jeden Fall. Und dann ist ein 2-1 und man weiß nie, was da passiert. Vor allem, wenn Astralis auf dem Server ist gerade. Und Zipix noch dazu. Aber unglücklicherweise für ihn war Freiburg da auf der Hut. Ja, sie kommen nochmal zurück. Der Force-Buy hat funktioniert. Jetzt sind es Astralis, die in den Force-Buy gehen. 2 Pistols, 2 UMPs, 1 AK. Damit können sie hier definitiv die Runde auch holen. Es ist noch nichts zu Ende, aber es sind immer noch 10 Runden, die die beiden Teams treffen. Und das war ein Doppelanschuss, glaube ich, da in der Mitte. Get Right macht da richtig viel Schaden mit seiner Scout. Ich glaube auch, dass das ein Doppelanschuss war. Wir werden es gleich nochmal eruieren. Währenddessen holt er sich erstmal den Kill gegen Dupree. Also schon Schaden an 3 Leuten. Was? Und es war der Anschuss durch durch den einen Spieler. Und Dupree gleich direkt in den Kopf. Also Get Right mit der Scout. Eine sehr große Gefahr für Astralis gerade. Und vielleicht kann Kirby die Situation nochmal an sich reißen oder an sein Team reißen. Dadurch, dass sie ihn ins Window geboostet haben, ist er natürlich ein Schlüsselspieler für sie. Kommt dann gleich über den Jungle. Das Timing wird entscheidend sein. Xyz steht relativ offen gegen Main, aber er hat seine Teammates, die das decken. Und deswegen kann er sich darauf verlassen. Und da ist Forest sogar noch zur Stelle, um ihm auszuhelfen. 3-5. Astralis hofft auf den Bombplan. Wenn
überhaupt und Forrest ist nochmal da gegen Glaive. Ja, Nip anscheinend hier nochmal diese 6 Runden schon mal im Visier. Denn die Runde sieht nicht schlecht aus. Danach müssten wir von Astralis die Full Eco sehen. Und dann hätten sie schon mal das erreicht, was sie gerade auch auf Inferno geschafft haben. Trotzdem, ich denke, Astralis sind hier immer noch sehr weit davon entfernt, wirklich in die Bedrulle zu geraten. Ja, sie müssen zwar jetzt mehr oder weniger saven. Was heißt, also sie werden 2 Waffen rüberbringen, danach haben sie den 2 Runden Loser-Bonus, also 1,9. Das kann man schon mal, wenn man Bock hat, aus dem Fenster werfen, aber an ihrer Stelle würde ich nur noch Full Buy spielen. In dieser Situation, du bist 14-4 vorne. Du brauchst es nicht Force. Keine Force Buys mehr, das würde ich sofort streichen. Ist egal, weil du musst nur eine Runde gewinnen, dann hast du schon die Overtime safe. Sie forcen jetzt nochmal ein kleines bisschen mit der Tech 9 und dem Armor und kaufen sich da relativ weit runter. Zippix behält noch eine Flash mit dabei auch. Also, die wollen jetzt Schaden machen. Aber ehrlich gesagt, bin ich da kein Fan mehr. Wenn das Spiel knapp ist, natürlich, macht Sinn. Die CTs müssen natürlich finanziell dann immer wieder unter Druck gebracht werden. Aber wenn du 14-5 vorne bist, dann ja, die Sache, kannst das du Problem, dir das wirklich rausnehmen. Genau, das Problem hier war halt gerade, dass wir Device und Carebuy hatten, die halt die Waffen durchgebracht hatten. Die haben kein Geld gekriegt und deswegen bist du nicht mehr in diesem Standard-Buy drin. Vor allem hattest du eine AK jetzt auch, die ist immer noch da. Die kann viel Schaden anrichten. Ja. Und ich meine, Astralis, die sehen sich hier halt gerade immer noch als stärkstes Team. Ja, gleichzeitig haben sie eben auch den Luxus, diesen Force-Buy spielen zu können, ja, um dann eben 2 Runden saven zu müssen. Das ist kopfig gesprungen, da kann man eigentlich nur richtig machen in der Situation von Astralis. Und man sieht schon, sie holen sich die beiden Frags, Glaive und Dupree sind da. Sie werden zwar low geschossen, jetzt muss Getright nochmal über sich hinauswachsen. Er wird komplett gegoldet. Exist ist aber da mit dem Kreuzfeuer. Deckt sein Teammate da. Der Bombplan sollte durchgehen. Ah, Getright ist da. Getright mit dem 2. Und Dupree fällt auch noch. Getright mit dem Triple holt sich die Runde. Und NIP bleibt nochmal am Leben. In dieser Force-Buy- oder Anti-Force-Buy-Situation ultra wichtig, dass NIP hier gewinnt. Sie verlieren zwar 3 Spieler und damit das Geld immer noch nicht wirklich dralle. Aber da sieht man nochmal Getright. Das sind einfach 1A-Shots. Ja. Wunderschön. Der kann das halt, ne? Wenn er das immer abrufen könnte, dann ja, wer will da so gegenstehen, ne? Er hat es lange genug immer abgerufen. Und dann doch irgendwo hat NLP dann eben doch, nachdem Fitzgerald removed wurde, den Faden verloren, sage ich mal. Jetzt ist die Full Eco, die wird hier auch gerade zusammengeschossen. Glaive nochmal mit einem Headshot. Astralis natürlich die Hoffnung, weiterhin das Geld klein halten. Nee, das war nicht Pit von Kurz, sondern Pit eben von Connector, der den Kill gemacht hat. Oh, aufpassen. Zippix könnte zur Gefahr werden für Forrest. Ja, hat sich da gerade den Kill mit der P250 geleistet. Jetzt die M4 in der Hand, sieht da auch Forrest, aber dann zu wenig HP. Schießt ihn low, aber brauchte selber nur noch einen Schuss, genauso wie Carebuy, der hier gerade vorkommt. Der könnte da nochmal... Ah, schade, Getright mit dem Timing nimmt ihn dann mit. Und somit haben sie hier auch mehr Runden schon geholt als gerade auf Inferno. Es kann also nur noch besser werden. Aber jetzt, wir wissen es alle, kommt halt der Buy von Astralis. Keine AWP. Aber Device kann es auch ohne AWP. Das haben wir vorhin schon gesehen, als Dupree kurzzeitig für ihn übernommen hat auf der CT-Seite. Da hat Device auch eine AK gesaved gehabt davon. Und schauen wir mal, was er damit anrichten kann in der Mitte. Wird aber erstmal nicht in Aktion treten, denn er nimmt die Bombe in die Hand und rotiert Richtung A-Main. Sie haben jetzt noch Glaive oben und 2 unten in der Mitte. Damit der schnelle wird klar, Fensterboost. Da ist keiner. Ja. Da ist niemand. Und Getright wird das nicht auf dem Schirm haben. Er schaut zurück. Doch, er. Na, er hat gerade auf die AWP zurückgeschaut. Aber Pit, wenigstens da den Trade. Jetzt weiß NLP auch,
was passieren wird. Drei Spieler noch da. Also ein Vier-Mann-Stack von NIP gewesen am Anfang der Runde. Forest setzt nochmal einen Headshot gegen Exist. Ein 4 gegen 3. Noch nichts gewonnen für NIP. Kerby holt sich Exist. Jetzt pusht er durch, aber Pit ist nochmal da von Unterholz. Runde ist immer noch auf Messerschneide. Dank Devices Headshot gegen Forest. Oh mein Gott. Device nochmal und Freiburg ist alleine. Er ist im Jungle. Er will Richtung A, aber er weiß schon, dass Astralis die Möglichkeit hat zu rotieren. Ja, die können überall hingehen. Die hätten sich jetzt auch vor A setzen können. 20 Sekunden warten. Ja, Freiburg muss sich entscheiden. Bleibt er an seiner Position? Und es sieht ganz so aus. Er wartet darauf, ob es nach A geht jetzt. Rotation, das würde zeitlich einigermaßen passen. Trotzdem, der Bombenplant geht hier definitiv durch. Und dann 1 gegen 2 Retake-Situation. Wow, 1 gegen 1. So schnell geht's. Er hat auch noch einen Molly dabei. Er überlegt, wo er den benutzen will. Glaive hat auch noch einen. Ja. Aber Glaive wird höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Molly wechseln. Oh, er geht rein. Was super. Für ein schöner Move von Glaive. Ja, er wusste, der wird auf jeden Fall gecheckt. Da hat er nicht die beste Position im 1 gegen 1. Wenn der aus CML rauskommt, dann geht er vor und das war wunderschön. Wow, und das auch von Device. Super schöne Arbeit hier an der Kante des Smokes. Oh, ich hab da nicht mal was gesehen. Und auch wieder ein One-Shot gewesen. Die sind so crazy gerade unterwegs. Astralis, heftig, was die auf den Server bringen. Das ist wirklich Major-Gewinner würdig. Oh, what the? Das sieht man selten, aber Getright ist eben kein angestammter AWP-Spieler. Ja, Freiburg mit der UMP, er kriegt einen Headshot, obwohl er eigentlich vorbeischießt an den Zielen, die er unaimt. Forest jetzt unter kurz oder in kurz. Och, Glaive holt ihn sich und die Knochenregel scheint nicht zuzutreffen hier. Ah, noch ist nicht zu Ende, aber sie haben auch kein Kit. Oh mein Gott. Viel Schaden angerichtet, trotzdem mehr als Schaden anrichten machen sie gerade nicht. Nur Piff und Getright. Getright wirft seine AWP weg, kriegt den Kill auch nicht. Piff macht nochmal einen, aber 1 gegen 3, die haben keine HP mehr. Trotzdem, sie haben die Waffen in der Hand und er muss nachladen. Oh, das und keine Chance. Keine Chance. Eieiei. Unglücklich, unglücklich dann auch noch im letzten Moment für Pit, dass er da noch reloaden musste. Nastralis, der mehr als verdiente Sieger. Ich denke, das hat jeder irgendwie erwartet. Er hätte noch 8 Schuss gehabt, das war nicht unbedingt so. Aber gut, es war fast schon unmöglich für ihn, da noch was aus der Runde zu machen. Ja, wir hatten ja auch 81% der Community auf der Seite von Astralis. Ich bin gespannt, ob sie gegen Virtus Pro im Halbfinale dann wieder choken oder ob sie die Polen ein zweites Mal in einem sehr wichtigen Spiel besiegen. Erstmal Gratulation an die Dänen und NIP muss wohl nochmal anfangen, an sich zu arbeiten. Definitiv da. Hat's gefehlt. 16-6 und 16-7 sind sie hier von den Maps gefickt worden, von den Dänen und Getright. Ihr seht es. Dem geht es gar nicht gut. Das ist hart. Der ist getiltet. Im Maß.